Das ist Meteor 85 Pro, geflogen mit der Mambo-Funke, Express-LRS-Modul und Orca-FPV-Brille. Der Meteor 85 hat jetzt eine gute KTX-Ant-Kamera, die gleichen 1103-11000 KV-Motoren, ein 2,4 GHz Express-LRS-Empfänger und 2 Zoll Propeller. Ein 2S-Akku ist dabei. Der 85mm WUP wiegt 45,39 Gramm. Mit dem Akku sind es 57,46 Gramm. Im Lieferumfang ist ein 300mAh 2S-Akku, Ersatzpropeller und ein USB-C-Adapterkabel für die Konfiguration mit Betafly. Das Kabel wird an der Seite eingesteckt. Unter der Haube befindet sich ein starker 25 bis 350 mW Videosender. Der F4FC hat einen Express-LS-Empfänger integriert und hat 12 Ampere ESCs. Baue ich die Ant-Kamera hier aus, dann stelle ich fest, dass es eine Kamera ist mit Gewinde an den Seiten. Also kann man leicht den Meteor 85 umbauen, sodass der Neigungswinkel der Kamera einstellbar ist. Hierzu gibt es eine Kamerahaube, die EOS V2, bei der die KDX Ant-Kamera reingeschraubt werden kann. Der Videosender passt hier auch rein mit den Originalschrauben. Alles zusammenschrauben und noch ein Loch für den USB-C-Kabel rausschneiden. So, jetzt ist alles fertig und der Meteor 85 hat jetzt eine schwenkbare Kamera. Warum Beta-FPV nicht direkt hier die schwarze Haube mit Kamerawinkeleinstellung einbaut, ist mir ein Rätsel. Vom Gewicht ist jetzt der Meteor 85 nur 1,5 Gramm schwerer. Und ich würde draußen die 450mAh Akkus verwenden, mit denen man länger fliegen kann. Das Koppeln zeige ich hier mit dem Beta-FPV Express-LRS Mikromodul. Zuerst den Bind-Knopf drücken und die LED blinkt schnell auf dem FC-Board. Bei dem Express-LRS-Mikromodul stelle ich auf 150 Hz Rate und kann jetzt koppeln. Auf dem Mambo-Funker wird nun der RSSI-Signal angezeigt und auf dem Meteor 85 leuchtet die LED dauerhaft. Der WUP ist nun gekoppelt. Die blaue Haube hat den Vorteil, dass man hier die LEDs leuchten sieht. Also besser hier direkt die blaue Haube nachbestellen. Den Meteor 85 kann man in der Wohnung fliegen, aber besser wäre hier eine Tiefgarage oder eine Halle, wo man einfach mehr Platz hat, weil der Meteor 85 sehr schnell ist. Ich muss hier in dem Zimmer darauf achten, dass ich nicht zu viel Gas gebe. Optimal fliegt man mit dem 2S-Hub draußen. Hier kann man schön im Hinterhof oder auf einem Parkplatz fliegen üben. Alles gelingt super und man kann super weit fliegen, weil der Express-LRS-Empfänger eine super Reichweite hat. Und endlich eine gute Kamera in dem Beta-FPV-WUP. Und sogar der Neigungswinkel ist nun einstellbar nach meinem Umbau. Der Meteor 85 Pro ist ein super guter FPV-Einsteiger-WUP. Für draußen mit sehr viel Power dank 2S-Akku. Hier sollte man aber 450mAh größere Akkus dazu kaufen. Hier noch eine Änderung, sodass man auf 42 Gramm kommt und der Akku flacher am Frame anliegt. Zuerst habe ich die Empfängerantenne in der Kamerahaube eingebaut, weil diese hin und wieder hinten mir rausgefallen ist. Hier habe ich in der Kamerahaube zwei Löcher gebohrt und so die Antenne eingesteckt. Außerdem wollte ich unten den Akku tiefer legen. So fliegt der Meteor besser. Links und rechts etwas Polster, um den Akku zu halten. Und oben verwende ich einen dünnen Akkustrap. Außerdem liegt jetzt der Akku quer, was sich noch besser beim Fliegen auswirkt. Den XT30-Stecker habe ich gekürzt und den Kondensator entfernt. Bei 2S braucht man nicht unbedingt einen Kondensator. Und so mit 42 Gramm fliegt der Meteor 85 noch ein paar Sekunden länger und besser. Also, viel Spaß beim Fliegen!